Hi Leute. Ja, auch wenn es so aussieht, ich habe hier das falsche Bild noch an. Ich will heute manchmal nicht mit politischen Sachen nerven. Das ist eh total verrückt, was da gerade in Thüringen losgeht. Wie die denn da schon wieder fertig gemacht haben und was die, wie unhöflich. Heute habe ich lieber mal nie reingeguckt. Ist ja Sonnabend jetzt. Momentan sitzen die noch bis um 4 Uhr, war geplant, meines Erachtens. Ich will mir das dann mal antun, aber vielleicht auch besser nie. Ärgert man sich bloß. Okay, Google. Wie spät ist es? Es ist gerade 3:29 Uhr. Möchtest du die genaue Uhrzeit für einen anderen Ort wissen? Sag mir einfach den Namen der Stadt. Brauchst du Hilfe bei etwas anderem? Ich kann dir zum Beispiel bei folgenden Dingen helfen: Informationen suchen, Fragen zu ver. Ja, hier seht ihr, es ist gerade um 11:29 Uhr in Dresden. Und hier geht das immer wieder. Teilweise kriege ich hier die falsche Zeit auch geliefert, wenn ich direkt frage: Hallo Google, wie spät ist es gerade in Dresden, Deutschland? Okay Google, wie spät ist es gerade in Dresden, Google? In Sag ich. Dresden ist es gerade 11:30 Uhr. Ah, jetzt Möchtest du die klappt. Uhrzeit für einen anderen Ort wissen? Jetzt klappt. Ich wollte eigentlich Dresden, Deutschland fragen, aber na gut. Teilweise auch, wenn ich jetzt Dresden, Deutschland oder überhaupt, wie spät ich dich in Dresden gefragt habe. Gut, es gibt ein paar amerikanische Dresdens. Da könnte eh Quatsch rauskommen. Aber ich hab gerade nachts, wenn ich mal nachts aufwache, so im Halbschlaf, nutze ich sehr gerne mal die Zeitansage, dass ich frage, hallo Google, wie spät ist es? Und je nachdem, wie viel Zeit ich noch hab, bis ich auf Arbeit gehen muss, drehe ich mich halt dann rum und schlafe weiter. Aber die letzten Tage, ich hab jetzt vor anderthalb Wochen ungefähr habe ich hier die Gemini-App vorgeschlagen gekriegt von Google. Was ja die künstliche Intelligenz von Google ist. Ja. Aber ich bekomme hier immer wieder falsche Uhrzeiten gesagt. Also das nervt total. Gerade nachts im Halbschlaf, da fragst du, wie spät ist es? Dann sagt, dann, wenn du weißt, dass es was ganz anderes ist, beziehungsweise du kriegst den Hinweis, dass es 8:27 Uhr, da bist du erst mal erschrocken, denkst, Scheiße, verschlafen, und dann guckst du auf die Uhr da. Jedenfalls, das nervte mich jetzt total. Und jetzt habe ich mal gesucht, wie man das wieder abstellen kann. Und ihr müsst auf dem Handy in die Gemini-App gehen. Ich bin mir jetzt nie bewusst, ob ich die extra installiert habe oder ob das automatisch gekommen ist, als ich Google erlaubt habe, Gemini zu verwenden. Ja, wie spricht man das eigentlich richtig? Gemini oder Gemini? Jedenfalls darum geht es. So, ihr habt auf dem Handy auch dieses Symbol, das ist die App. Und dort geht ihr rechts oben auf euer Symbolbild. Und hier unter Einstellungen. Und jetzt scrollt ihr auf den Einstellungen bis ganz nach runter. Digitale Assistenten von Google. So, und jetzt könnt ihr hier auswählen zwischen Gemini und dem alten Assistenten. Und ich, für mich ist klar, ich gehe ganz klar wieder auf den alten. Der klappte gut.
funktionierte alles, man konnte auch Musik aufrufen und sowas. Mit dieser künstlichen Intelligenz, wenn man sie braucht, kann man sie auch auf dem Rechner live im Internet nutzen. Ich habe es ja hier gerade auf, da sieht man auch meine letzten Fragen. Jetzt dürfte noch zweimal die Uhrzeit gekommen sein oder sowas. Das sind die Abfragen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ja, also man kommt zurück und muss das nicht mehr verwenden, weil ich hatte jetzt schon mal gesucht, hatte aber dann nie viel Zeit investiert. Und da habe ich durchgelesen, ja, du hast das jetzt und damit musst du leben. Aber es ist nicht so. Du kannst Google wieder zurückstellen. Okay, Google, wie spät ist es? Es ist 11:33 Uhr. Die Alte weiß wenigstens, wie spät es ist. Ja, das ist die Hauptsache, die ich verwende am Handy. Dann frage ich mal nach einem Wetterbericht. Oder vielleicht mal irgendein Wort nachschlagen, wenn ich weiß, irgendwas nicht weiß oder sowas. Aber da ist dann schon wieder seltener. Eigentlich die Hauptsache, die ich hier verwende, ist die Uhrzeit. Und die habe ich jetzt wieder endlich zurückgestellt. Ja, Leute, wer hier danach gesucht hat, ich hatte es, wie gesagt, auch nicht ganz schnell gefunden. Ich musste dann auch ein bisschen suchen, aber jetzt klappt's halt. Ich hoffe, jemandem geholfen zu haben hier. Macht's gut.